Hallo Isa. Hallo Sakura. Vielleicht probiere ich heute den Battle Tower. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, es überhaupt zu probieren. Hallo Anne. Heute chilliger, ich grind vor mich hin Stream. Erwartet nichts anderes. Ich habe nichts anderes zu tun in diesem Spiel mehr, außer dummes vor sich hin grinden. Ich kann nichts anderes mehr machen. Ich habe gestern Nacht schon sehr viel gegrindet, aber es hört nicht auf. Hallo Black, hallo. Hat der gerade Superzahn gemacht? Warum war das so schwach? Und mein einziges Ziel ist es, in diesem Spiel bis zur Bucht von Ondula zu kommen. Um am Montag das Wascherquill und am Donnerstag das Apokalyp zu holen. So, das Frühste, was ich fertig bin, ist also am Donnerstag. Wobei, ich kann das Datum einfach auf Donnerstag stellen. Schätze ich. Hallo Lurky. Was hat Matthias gesagt? Egal, ich gehe einfach, glaube ich, hier lang. Hallo Meguminar. Hallo Gupsfree, hallo. Muss jetzt gegen Bell kämpfen. Oh, ich kann fliegen. Wirst du bei Gen 7 beim Regendex auch die Cap-Pikachus benötigen? Natürlich. Aber ich habe die schon alle. Oh, jetzt werden mir versteckte Lichtungen beigebracht. Die versteckte, also die Cap-Pikachus, davon kann man nur ein einziges haben, immer noch. Alle anderen sind Events gewesen. Und kann man nicht bekommen. Außer man hat sie schon. So wie ich. Mir fehlt kein einziges Eventmon. Also. Ich habe da kein Problem. Aber es ist halt unmöglich zu kriegen für andere. Moment, ich krieg hier einen Picochilla jedes Mal geschenkt. Das ist geskriptet, dass hier ein Picochilla ist. Es ist auch geskriptet, dass es männlich ist. Dann habe ich Picochilla fertig. Hallo Azrael, hallo Marco. Männlich. Yes. Auch egal gewesen. Nice, dann habe ich ein anderes. Jetzt habe ich fertig. Cool. Okay, wie fuck? Wie fange ich dich? Ich habe Angst, dass das alles zu stark ist. Ich schmeiß einfach Bälle. Ist das auch geskriptet? What? Krass. Okay. Dann kann ich was abkreuzen. Dingens, was wollte ich gerade sagen? Weil wenn ich hier zumindest bis... Wobei. Wenn ich dieses, wenn ich weiß, zwei auch komplett durchspiele, dann könnte ich Lichtungen gleichzeitig suchen auf zwei Spielen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Denkst du, die Events kommen irgendwann wieder für neuere Gens? Klar. Alles kam bisher irgendwie wieder. Kann halt sein, dass du 20, 30 Jahre warten musst.
Und wenn dir Pokémon Go nichts ausmacht, dann sowieso, weil in Pokémon Go kommen ständig alle mystischen irgendwie immer wieder verteilt werden sie in Raids, also nicht verteilt, aber sie kommen in Raids oder so. Ding, 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 ding. Bucht von Ondula, dafür muss ich jetzt einmal komplett rum. Bis zum Turm der Geister. Hier muss ich versuchen, nicht. Okay. Und dann fliege ich komplett auf die andere Seite. Und dann. Oh, es ist schon ein Stückchen. Hallo Mariko. Außer Gierspenst und Vivillon versuche ich alles ohne Go zu bekommen. Warum nicht auch Vivillon? Wenn du Gen 6 hast, dann kannst du dir auch alle Vivillons holen. Wenn dann Gierspenst und Melmetal, das sind die einzig beiden, die man in Go holen muss. Und die Vivillons holst du dir ja genau genommen in Gen 9. Hallo, warum, warum? Würdest dich mal wieder über ein Vulkanion freuen? Das war erst letztens vor 2 Jahren. Nicht mal 2 Jahren. 2 Jahren? Im September 2021, glaube ich. Mariko, du bist ein Carpador. JJ, du bist ein Shiny Sushi. Hooper wäre mal nett. Hooper wurde lange nicht mehr verteilt. Es wurde trotzdem aber auch schon. Es wurde in Schwert und Schild verteilt. Das genommen auch nicht so lange her ist. Wurde es in Schwert und Schild verteilt? Nee. Doch? Nee. Egal. Hallo Maurediven. Also doch ein Stream heute. Wer hat gesagt, dass es kein Stream ist? Opa war nur beim Film. Schwören können, es war auch in Schwert und Schild einmal. Aber ja, dann ist Hooper sehr lang her. Di-di-di-di. Hooper letztes Mal bei Usum. Okay. Pokémon muss halt irgendwie einen Grund erschaffen, warum sie etwas verteilen. Die verteilen nie etwas einfach nur so. Also wenn Hooper einer Anime-Folge vorkommen würde, dann ist dann Grund. Wenn, keine Ahnung, jemand in der Weltmeisterschaft mit Hooper gewinnt, was keinen Sinn macht, aber dann. So meistens gibt es irgendwelche Gründe im Universum. Vielleicht ist es ja ein Legends ZA. Jupp. Hallo Dave. Ich bin schon da. Das ist der kürzeste Weg ever zwischen zwei Städten. Hallo Faulgott. Marco, warum habe ich keine Entschuldigung gekriegt? Ich hätte dich fast gebannt. Vom Server.
Bring mich nicht zum Weinen. Warum? Du hast gesagt, du schreibst alle an. Ich wurde nicht angeschrieben. Wir können nicht mal wissen, dass du bist. Aber du hört auf, sie zu verarschen. Ich fand schon auf dem Discord grenzwertig, wie er sie verarscht. Ich verarsche nicht, ich frage wirklich, warum hast du nicht geschrieben? Auf meinem Discord steht immer noch die Nachricht. Bam, 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 bam. Wieso, Leo, lass Mariko in Frieden? Hä, hier, du hast heute im Discord auch was Dummes geschrieben, ey. Also, sag jetzt nicht, dass ich mein's gerade ernst. Du bist immer noch am Durchgehen? Wie viel Zeit hat die Person verwendet, um Leute anzuschreiben? Du warst doch nicht da. Ich sollte ganz oben stehen. Mit wie vielen Leuten schreibst du? was denn passiert? Nichts. Ich hätte gar nichts sagen sollen. Niemand soll irgendwas sagen. Wo gehe ich hin? Warte, ist hier eine Arena? Es ist dieses... Ne, hier ist es. Hier gibt es keine Arena. Tschüss, Black. Ist hier eine Arena? Ich suche dich jetzt extra raus. Achso, das... Ah, hier, Turner. Wir sind bei Turner, genau. Wo ich mich ewig verlaufen habe. Ich weiß nur, das war der erste schwere Kampf. Flambirex. Nur mit Flambirex war das der erste schwere Kampf. Verlaufen. In Fließbändern. Ach so, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Ich habe mich nicht verlaufen, ich habe sehr schnell das Ziel gefunden, aber ich habe nicht mehr rausgefunden. Ja. Deine Zuschauerserie bricht ab, obwohl du jeden Tag da bist? Woher willst du denn wissen, dass vielleicht warst du ja doch nicht jeden Tag da? Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber es kann sein, dass du da vielleicht nicht da warst einfach. Ansonsten ist es halt buggy, wie immer. Was seid ihr eigentlich? Dankeschön für 50 Bits, Mariko. Leos Cheer 50 wegen der Verspätung gibt es nochmal Kleingeld hinterher. Rio Panic Leos LOVE. Das ist nicht nötig.
Ich hab's noch nicht verstanden. Ich dachte, also mein Posteingang in Discord sieht so aus, dass da 10 Leute stehen. Und du bist ganz oben tatsächlich, weil du die letzte Person bist, mit der ich geschrieben habe. Deswegen habe ich nicht verstanden, warum du nicht schreibst nach so einer Nachricht. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich muss Platz machen. Aber dann war es ein Bot. Dann war es keine Person. Dann war es ein Bot. Dann wurdest du gehackt. Zurück. Glaubst du, es noch kommt noch ein Remake oder ein Black and White 3 oder ähnliches? Wenn, dann kommt nur ein Remake von Black and White 1. Ob ich das glaube? Vor Gen 10? Ja. Vor Gen 10 kommt safe noch ein Remake. Aber am Ende wissen wir das nicht. Keine Ahnung. Ich denke da auch nicht groß drüber nach. Nicht mal der Bot schreibt mir. Ich klicke ja jedes Mal drauf und es erhöht sich auch immer, aber irgendwie bricht es immer wieder ab. Weiß ich nicht. Es ist jetzt von gestern auf heute abgebrochen, weil gestern weiß ich, dass du da warst und heute. 2-in-1 Remake? Das glaubst du doch selber nicht. Glaubst du nicht, dass die Schwarz-Weiß 1 und 2-in-1 Remake hauen? Heute bin ich wieder bei 1. Okay, dann, weil gestern warst du ja wirklich da. Weiß ich nicht, dann ist Twitch halt buggy. Musst du Twitch anschreiben und dich beschweren und sie verklagen. Twitch bringt immer so tolle Features raus. Ich finde es ein schreckliches Feature. Aber sie haben schon andere viele coole Features wieder gecancelt. Hoffen kann man ja noch, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Ah, dann wirst du ja nur enttäuscht. Schau mal, sie haben BDSP gemacht und das war nicht mal Platin. Sie hätten einfach Diamant und Perle machen können, aber als Platin. Quasi mit allen Vorteilen, die Platin hat. Oder nur Platin rausbringen. Nix. Sie haben Oldschool Diamant und Perle rausgebracht. Also warum sollten sie Schwarz-Weiß 2 rausbringen? Wenn sie es überhaupt remaken. Vielleicht werden sie Schwarz-Weiß auch nie remaken. Weil das das schlecht verkaufteste Pokémon-Spiel ever war. Also von den Main-Games. War sarkastisch gemeint mit Tolle. PLZA, dann Gen 10 und dann Gen 5 Remake. Nee, ich glaube PLZA, Gen 5 und dann Gen 10. Gen 10 dauert noch ewig. Okay, warte, ich weiß, wo es lang ging. Ich weiß das immer noch, wie es lang geht. Beste wäre Legends Kyurem. Mhm.
Circa alle 3 Jahre kommt eine neue Gen. Ich glaube nicht, dass nächstes Jahr eine neue Gen kommt. Und das wären 3 Jahre. Ich bin falsch. Ist doch auch egal, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe bis auf den Faktor Kapitalismus nicht, was schiefgelaufen ist. HGSS war eine insane Bereicherung für Gen 2. Und auch Auras waren bis auf die nicht vorhandene Kampfzone so gute Remakes mit neuen Features, Content etc. Okay, und jetzt? Was hat es mit Kapitalismus zu tun? Bim, 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 bim. Trotzdem haben sich die Remakes immer schlechter verkauft als die neue Gen. Yep. Schlechte Entscheidungen bei BDSP getroffen worden sind? Das wissen wir nicht und werden wir nie erfahren. Hier ist es, glaube ich. Bam. Tage sind wohl Leaks der neuen Switch wieder aufgetaucht. Yep. Ich habe alle gesehen. Hallo Virox. Alter, Skorro. Du bist nicht so überlevelt. Was sagst du zu dem abnehmbaren Modul? Was? Das habe ich nicht gesehen. Was denn für ein abnehmbares Modul? Hallo Mauslo. Alles nur wegen Faulenzen. So eine Art Wii U, du hast 2 Bildschirme, wo du den oberen abnehmen kannst, um die Station zu stellen. Und mit dem anderen kann man sich dann aufs Sofa ins Bett legen und zocken. Dann haben wir wohl die anderen unterschiedlichen Sachen gesehen. Dass Auras und HGSS besser sind als ihre OGs, ist auch nicht schwer. Mhm. Hallo Ferret. Ich glaube das sowieso alles nicht. Jetzt wird nicht mein Team hier gewiped, hallo? Okay. Also wird das eine Switch hier, so ich das gerade höre? Du hörst gar nichts. Niemand hat hier irgendeine Ahnung, was irgendwas passieren wird. Wir arbeiten alle nicht bei Nintendo. Es sind alles nur dumme Leaks und Leute, die Klicks generieren wollen.
Und nichts davon ist auch nur irgendwie die Wahrheit. Es kann stimmen, aber das wissen wir erst in einem Jahr oder sowas. Oder in ein paar Monaten, wenn sie vielleicht mal was veröffentlichen. Ich will nicht, dass du mir das raussuchst, Mariko. Ich will das alles gar nicht wissen. Ich habe das alles schon auch gesehen, aber das, was du gerade gesagt hast, hatte ich nicht gesehen. Aber es interessiert mich einfach null. Genau wie es mich nicht interessiert, ob ein Black and White 2 Remake kommt und was nicht alles. Leute, wir sind im Moment, in der Gegenwart. Macht überhaupt keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Wir werden eh enttäuscht. Zu viele Jahre an Enttäuschung und Hoffnung. Außerdem sind es keine Leaks, ganz genau. Hört auf, Leaks zu sagen. Oh, Carmine, danke. Warte, was? Nee, nichts passiert. Sota, was sagt dein Onkel? Dass die neue Switch in 2 Jahren rauskommt? Ich sag, sie kommt dieses Jahr raus. Lurky, du bist ein Demeteros. Du gehst nur mit den Patentsachen von Nintendo? Nee, selbst das ist quasi... Was? Wenn du an das Patent glaubst, dann bekommen wir ein... Dann bekommen wir ein Zwei-Bildschirme-Switch. Eine Zwei-Bildschirme-Switch. Auch Quatsch. Sandwich-Katze, Dankeschön für 8 Monate. Dankeschön. Isa, du bist ein Arktos. Marco, du bist ein Skorgler. Ich schummel mich hier so krass durch. Elektrolythöhle? Können wir da schon rein? Nein, nicht schon wieder, ey. Nicht schon wieder, nein. Nein, 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 diesmal werde ich da nicht 10-mal reingehen. Krass. Ah, nein. Habe ich schon wieder nicht gecheckt, dass ich eigentlich woanders hin muss. Okay, 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 okay. Ich meine ja nur, dass man so grobe Vorstellungen bekommt, was Nintendo vielleicht vorhat. Nein. Ich weiß noch, als alle... Ja, nee, egal. Boosted Pokémon. Ich weiß es.
Alles falsch, alles falsch. Ich habe keins mit Fliegen. Warum habe ich überhaupt... Habe ich mir nicht Zorro geholt? Ich glaube, ich muss mir gar nicht Zorro holen. Was? Krieg ich Flügel? Das ist auch Riechflügel. Too easy. Nein. Spezial eingesetzt, sondern random Trainer auf der Straße einfach setzt X Spezial ein. Hi Sandwich Katze. Unvorhersehbar, wo man langläuft. Hast du eigentlich auch alle Pokémon von N? Habe ich schon alle. Die haben wir, glaube ich, alle am Montag und Dienstag geholt. War sehr einfach. Ich dachte, das wird um einiges schwieriger. Aber das war so ultimativ einfach, das muss man nicht mal erwähnen. Fehlen jetzt eigentlich nur noch die Mons aus Weiß 2? Nee. Es fehlen... Ja, ich kann dir die Liste zeigen. Das E1 abkreuzen. Jetzt hätte ich gerade bei ihr eine Lichtung checken können. Das ist mal lustigerweise eine Lichtung checken hier. Ich weiß nicht, ob ich Kaumalat und Dratini mir hole. Oh, fuck. Vielleicht probiere ich gleich mal den Kampfturm aus. Aber ich glaube, ich schaffe den nicht. Ich müsste mir erst ein krasses Team bauen. Weil vielleicht könnte ich mein Team aus Schwarz rübertauschen und mit dem kämpfen. Das war ja nicht schlecht mit Ravigator und so. Machst du nochmal heute was mit dem Kontaktbaum? Weiß ich nicht. Ich bin da jetzt auf Level 17. Bin gestern auf Level 17 gegangen. Und es geht relativ gut, aber es ist halt wirklich dauernd das Gleiche. Nicht viel Abwechslung. Soll ich mir jetzt Zorro holen? Nee. Ich hole mir einen Flugmann. Also leicht ist das Hochhaus nicht. Was mich eher nervt, ist, dass ich das in Schwarz und Weiß beides machen muss. Also in beiden muss ich das machen. Kann Wablu fliegen? Safe, oder? Auf der kleinen Wolke fliegen wir. Hier, mir fehlen Yorkleff, Bisbuck, Fidilou, Cleopada, Elisebat, Zebritz, Stravickel, Folikon,
Chillabell haben wir jetzt. Noch zwei Quabbel und ein Apoqualyp. Petsneef, Siberio, die sind sogar selten. Linfo, Wishu, selten. Bisafunk, selten. Die da sind selten. Und Wasserquill hole ich am Montag und das andere Apoqualyp am Donnerstag. Aber bis die hier da sind, vergeht noch sehr viel Zeit wahrscheinlich. Hast du noch einige? Ja, und vor allem, das sind ja nicht einfach so. Die müssen halt zu 20% erscheinen und dann innerhalb der 20% sind es ja nochmal, wie viel auch immer. Ah, naja, das war bei der einen Seite stand es ja 1%. Ich muss die 20% treffen und dann die 1%. Runter. Du hast das Mii-Lobby-Problem gelöst. Sehr gut. Ich finde Maxax ist halt so das coolere Shiny und das habe ich. Und dann dieses Kaumalat und Dratini. Eigentlich sollte ich mir das schon holen, weil sie sind halt sehr einzigartig. Aber ich habe null Bock auf die. Ich will die gar nicht. Und ich bin echt nicht der Typ, der Battle Tower macht. Ich habe noch nie einen Battle Tower überhaupt gemacht. Ich habe kein Problem, das zu überspringen. Oder nicht mal zu überspringen, einfach nicht zu machen. Was ist das hier nochmal? Einfach nur kämpfen, oder? Ach stimmt, das ist dieses Turnier-Ding gewesen. Ich habe damals auch nicht diese U-Bahn-Quest mit hin und her gemacht. Was für eine U-Bahn-Quest? Also ich habe es mir gestern auch nochmal gedacht, Gen 5 ist echt das erste Mal, wo, obwohl ich fertig bin und alles habe, immer noch das Gefühl habe, dass ich das Spiel nicht ansatzweise gespielt habe. Weil es so viele verschiedene Sachen gibt. Von dem Regisseur-Ding, über das hier, über Battle Tower, über... Was ist dieses eine Ding überhaupt? Oder die Kontaktebene natürlich, oder links oben dieser Ort, was ist das überhaupt? Genau, Metro. Was ist denn diese Metro und sowas? Also es ist krass. Jedes Mal, wenn ich Gen 3 und Gen 4 fertig hatte, dachte ich mir, okay, ich habe das Spiel relativ fertig. Aber hier in Gen 5, hey, nix ist fertig. Ich weiß, danach muss ich zum Schiff. Ich weiß. Dann im Schiff ist das Rätsel und so. Ja, es dauert schon. Es ist schon einiges. Hast du denn schon die Shinies von den jeweiligen Evolutionsreihen? Was? Das war Quatsch. Ja, und die Kampfpyramide und was nicht alles. Aber das ist halt nur dieses Kämpfen-Ding. Hier gibt es halt noch so viele Minigames und was nicht alles, was man machen kann. Medaillen. Ich glaube, wenn du Medaillen sammelst, dann kannst du danach sagen, dass du alles gemacht hast. Dratini, du Evos als Shinies. Ich habe alle Shinies. Bei Dratini und Kaumalat geht es nur darum, halt die aus Gen 5 zu besitzen, weil die einem geschenkt werden. Aber ich wusste nicht, dass ich dafür den Kampfturm machen muss. Ich dachte, ich kann nach der Story einfach zu Lauro gehen und er gibt mir das.
In der nächsten Arena gehorcht mir dieses Gorgro endlich. Ich habe gestern Medaillen eingesammelt, ja. Aber einfach nur mal, um zu gucken, was ich alles so schon hätte. Das sind halt so Standardsachen gewesen. Hallo Anna. Also morgen Quiztime, Leute, ne? Ich verstehe es nicht, warum er das immer noch nicht irgendwo auf Twitter verkündet hat. Aber also ich meine, es ist morgen. Morgen 20 Uhr bei Nestflo. Der Schwächste fliegt. Hallo Marco. Aber fremdschämt euch nicht für mich. Also, beziehungsweise doch. Also schaut nur zu, wenn ihr bereit seid, zu sehen, wie ich mich blamiere. Und das ist der Plan. Hallo Maya. Ich komm ploppen. Ich habe den Chat nicht offen. Ich werde es nicht sehen. Zum einen hat man den Chat, glaube ich, nicht offen, weil... Ich weiß gar nicht. Aber ich hätte ihn eh nicht offen, auch wenn es kein Quiz wäre. Weil ich dadurch nur... Also... Weil es mich nur... Wie sagt man... negativ beeinflusst. Aber ploppt so viel ihr wollt. In meiner Welt ist auch Käfer gut gegen Psycho. Das ist nicht so. Darum war ich so verwirrt, ob du wirklich Nestflo meinst, weil normalerweise kündigt er das Tage vorher an und stellt die Teilnehmer vor, aber maybe wegen dem Subathon nicht. Vielleicht sagt er es ständig im Subathon und deswegen hat er das Gefühl, vielleicht hat er es deswegen nicht getwittert. Aber das wundert mich auch, weil ich weiß, ja. Aber ich meine, ich habe mich auch nicht beim Datum vertan. 4.5. und das ist morgen. Und er hat auch nie gesagt, dass es irgendeine Überraschung sein soll, deswegen glaube ich einfach, dass er durch den Subathon es halt im Subathon wahrscheinlich die ganze Zeit sagt. Käfer ist gut gegen Psycho. Warum stand er dann gerade nicht? Sehr effektiv. Ah doch, da stand sehr effektiv. So, darf ich jetzt zur Elektrolythöhle? Hallo Chuck Morris. Echt, ich habe mir letztes Mal das hier angeschaut, sehe, wie der eine da runter rennt und ich renne einfach nach oben. Er rennt auch runter und ich renne einfach nach oben. Alle rennen runter und was mache ich? Ich renne nach oben zurück zur Höhle. Wow. Wow, war das dumm. Ich will halt hier bis zur Bucht von Ondula kommen. Weil vielleicht mache ich Shiny Dratini in Kaumalat nicht. Dann muss ich mindestens bis zur Bucht von Ondula kommen. Es wäre natürlich hilfreich, noch weiterzukommen, weil dann könnte ich
mehr Lichtungen checken. Aber dafür müsste ich das Spiel auch komplett durchspielen. Ich glaube, wenn ich die Lichtungspower habe, dann klappt es mit den Lichtungen auch besser. Ich glaube, ich schaffe das noch nicht so schnell bis zur Bucht. Also jetzt mal eben so. Ist noch relativ weit weg. Dieses Schiff hier allein dauert jetzt locker eine Dreiviertelstunde. Aber Käfer ist gut gegen Gift, ne? Ja. Schreit mich einfach an mit Plasma. Geht der Plan auf? Donnerzahn? Oh mein Gott. Sharon tatsächlich gut hier. Tschüss, Dave. Bekommen wir irgendwann ein Rivalenteam, das nicht Gift- oder Unlicht-Pokémon hat? Einfach immer nur Gift oder Unlicht. Wobei es gab Team Magma und Team Aqua. Ja. Aber wer ist denn mit so einem Bösewichten-Team, das nur Fee-Pokémon hat? Man sieht da ein bisschen aus wie italienische Polizei. Böse Feen, ja, warum nicht? Und am Ende stellt sich raus, dass wir die Bösen sind. Eis oder Drachen wären mega. Es ist gut, böse zu sein. Ich war auch oft auf der Seite von den Bösen. Zum Beispiel bei den Glücksbärchis. Bei den Glücksbärchis. Und bei den Gummibären. Gummibären. Sie verdienen nicht den Sieg. Was ist Alderaan? Alderaan ist doch Star Wars. Wäre mal ein interessanter Plot-Twist.
Rani, hallo. Ein Öko-Terroristen-Team, das Pflanzen-Pokémon einsetzt, so Poison Ivy-mäßig? Ja. Moment, das Schiff ist weg. War das noch nicht? Es war noch gar nicht hier. Ach, dann ist das erst bei der Bucht oder sowas mit dem Schiff. Und dann muss man nochmal auf das Schiff, wenn alles vereist ist. Jetzt kann ich aber safe zur Höhle, oder? Mal kurz hier reinschauen. Doch. Ich muss 100 Stunden warten, dann kommt's wieder. Unverschämt. Du löst mein PTSD aus. Unverschämt. Meine Schwachpunkte kennen und sie triggern. Dann ab durch die Höhle mit Schutz. Dann sind wir, glaube ich, schon in Panearo. Dann können wir Flugarena machen. Dann können wir rüberfliegen in den Osten. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr so weit zu der Bucht. Wasserquill können wir schon holen am Montag. Wir topschützen uns hier durch. Hallo, Agiraya. Was ging bislang so? Nix. Morgen ist ja auch der 4.5. der wichtigste Feiertag des Jahres. Achso. Welcher böse Politiker hatte da Geburtstag? Um den Tag kaputt zu machen. Morgen wird Schalke 120 Jahre alt. Damals doch. Und so wird May the 4th kaputt gemacht. Ein paar Schritte gegangen. Vielleicht ist hier jetzt wieder was drin. Aber das ist eigentlich die Route, die ich gar nicht mehr brauche, ich Trottel. Das erinnere ich mich wieder. Das ist ja die einzige, nicht die einzige, aber eine der Routen, die ich gar nicht mehr checken muss. Ich hatte Sharon, oh Gott. Ach nee, der zeigt mir nur das. Alles gut. Hier könnte ich mir noch einen Sesokitz holen, brauche ich aber nicht. Ich glaube, Surfen schalte ich ja sogar frei. In der Fliegarena. Dass sie das nicht irgendwie anders gemacht haben. Shiny Hand ohne Counter, bin ich ein Psychopath? Ja. Hallo Andi. Und, hast du dich entschieden? Hast du deinen Shiny Manaphy schon ausgebrütet? Wo ist es passiert? Hosseini Mubarak hat morgen Geburtstag. Wer war das nochmal? Den kennt man doch. Alter, wie oft soll ich noch B drücken? Ach, schnell weglaufen. Arabischer Frühling? Okay.
Der Bühnenpfad. Nice. Das heißt, du hast es jetzt sicher und safe. Manafi ausgeschlüpft auf dem Bühnenpfad. Ach ja, Ägypten war es, genau. Hallo Philipp. Warum muss ich gegen euch kämpfen? Oh, ich muss nicht gegen euch kämpfen. Move! Ein Klon ist auch schon auf Home. Ah, hast hier extra quasi noch eins auf dem Spiel draufgelassen. Da, wo es hingehört. So, dann runter. Unglaublich, ich habe nicht dreimal den Bauarbeiter angesprochen. Aber wie krass, dass es bei dir einfach unter 1000 kam. Hast du Oliver schon davon erzählt? Der hat sich bestimmt gefreut, oder? Wobei, gestern war ja sein Jahrestag zu Manafi. Und da hast du es bekommen. Das ist ein Zeichen. Ach, auf Discord, okay. Ja. Geht der Gen 5 Grind weiter? Ja. Was ein Grind. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich der Grind in Gen 5 besonders hart an. Ich hab eigentlich schon alles, aber man muss halt diese Lichtungen so mies checken. Aber ich mache auch dieses Kontaktebene-Ding jetzt, damit die Lichtungen eher passieren. Also es ist schon, weil die Kontaktebene mache ich eigentlich nur für Garados, was nichts mit Origin zu tun hat. Aber es lohnt sich halt auch, das zu machen, um mehr Lichtungen zu finden. Sein Vulnona im Team. Ja, das hatte ich auf dem Schwarz 2. Musste ich mir eins machen für den Pokédex. Ah. Oh. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nee, das ist der Rückweg, oder? Nee, das stimmt schon. Da lang. Springen sie alle. Und dann nicht runter, sondern hoch. Bell. Oh, Bell. Können wir Bell ignorieren? Und draußen. Pan Aero City. Das kann ich mir merken, den Namen, wegen Aero. Man kriegt so früh den Meisterball. Das ist auch so seltsam hier, oder? Aber nach der vierten Arena oder nach der fünften Arena kriegt man einfach den Meisterball. Du hast ein freches Manafi. Das Emote dazu. Ich müsste mich eigentlich aufraffen und den Haushalt machen, aber ich mag nicht. Ich weiß immer nicht, wie ihr das dann so meint, wie den Haushalt machen.
Ich weiß, es sind immer so dumme Fragen von mir. Aber ich würde es immer nie so formulieren, deswegen ich will es verstehen, was das dann, was du damit meinst. Für mich gibt es quasi die Abstufung, es gibt Frühjahrsputz, was nicht im Frühjahr sein muss, aber das ist quasi, du verbringst wirklich einen ganzen Tag, die Wohnung komplett reinzumachen, also wirklich entstauben, Kissen ausschlagen, Matratzen saugen, Bettdecken ausschlagen und was nicht alles, so wirklich alles wieder grundreinigen. Und was mache ich ansonsten? Ansonsten bin ich halt der Typ, der heute so jeden Tag, keine Ahnung, jeden Tag nach dem Aufstehen verbringe ich 20 Minuten um die Wohnung. Wochenputz. Okay. Aber das machst du doch nicht jetzt. Ist doch Freitag. Am Freitag hat man frei. Der Wochenputz ist am Samstag. Dann hätte ich morgen frei. Aber morgen ist nicht Freitag. Das macht doch keinen Sinn. Bei mir ist Haushalt machen alles, was ich aufgeschoben habe. Beispielsweise Müll rausbringen, Geschirr spülen, fertig einräumen, Staubsauger und sowas. Das mache ich halt jeden Tag. Also Müll rausbringen mache ich nicht jeden Tag, aber ich mache jeden Tag halt. Meistens schaffe ich es auch quasi so zu kochen, dass gar kein Müll entsteht. Oder halt, also dass nichts. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Doch, ich weiß nicht. Ich versuche immer beim Kochen, und meistens klappt es auch, so zu kochen, dass halt nach dem Kochen nichts rumsteht, nichts dreckig ist. Weil ich während dem Kochen schon immer probiere, es irgendwie instant sauber zu machen. Dann ist es am einfachsten. Dann bleibt es, da ist es nur nicht festgetrocknet oder so. Warum hat der eigentlich nicht gegen mich gekämpft? Ah, ja. Ich will wieder meine Routine haben, bei der ich jeden Tag sauge, aber wenn ich um 18 Uhr heimkomme, habe ich keine Lust. Jeden Tag saugen? Miezekatze und so? Manchmal packt man das nicht genau. Und dann habe ich meistens keinen Bock, das noch am Abend zu machen, weil es dann auch so laut ist. Das wäre Quatsch. Dann mache ich es direkt nach dem Aufstehen oder so. Tschüss, Angel. Ey, ich war. Warum bleibst du auch stehen, wenn es anfängt? Meint der dich nach oben gemusst? Oh, ich hätte nach oben gemusst. Der Typ ist jetzt im Weg. Ich habe keine Step-Attacke auf Skorgro. Was ist da eigentlich los? Ja.
Da. War das jetzt wegen dem Item? Ich glaub schon. Weiter. Ah. Nein, Prani, heute ist frei. Heute wird nichts gemacht. Ich muss auch einen Wochenputz machen. Ich weiß aber nicht wann. Rosa ist wieder am Sonntag fliegt Rosa wieder weg. Bin eigentlich echt nicht gut gewappnet gegen eine Flugarena. Das sind die knallharten Pokémon-Arenen. In den Pokémon-Arenen. Da sterben auch manchmal die 10-Jährigen. Aber die unterschreiben davor auch so einen Wisch, dass das okay ist. Ich hätte speichern sollen. Ja, ich werde nicht verlieren. Rosa ist worldwide, ja. Wohnung in Airport-Nähe. Wir brauchen 15 Minuten zum Airport. Ist das nah genug? Schon, oder? Das ist schon so gedacht. Jetzt würde ich bald auch irgendwo hin. Ich habe gestern tatsächlich Flüge gebucht. Ich fliege am 5. Juni nach München und dann fahren wir 10 Tage nach in die Toskana. Schon eine neue Wohnung gefunden? Ne, wir suchen noch gar nicht. Wir können noch gar nicht suchen. Wir müssen erst so 1-2 Monate davor suchen, sonst bringt es gar nichts. Es würde nichts bringen, jetzt zu suchen, weil keine Wohnung. Also wenn du eine Wohnung suchst, dann musst du auch dann einziehen. Das geht sofort. Deswegen ist es ja so nervig. Es bringt nichts mehr, Zeit zu haben. Aber ich hab heute an der Bewerbung weiter gewerkelt. Ich bin frei von jeglicher Motivation, Pokémon weiterzuspielen. Was willst du denn weiterspielen? Du musst dich nicht zwingen. Genau, in der Regel ist es halt so, dass man hier dann auch sofort einzieht in die Wohnung. Easy. Sollten wir alle gehorchen. Das mit dem Nicht-Gehorchen ist echt fast kein Problem. Solange man keinen Level 100 Mon oder sowas hat, geht echt schnell, bis sie einem gehorchen. Sogar 70. Akrobatik. Meine Hassattacke. So, hier. Gut, dass der Vermieter euch ein halbes Jahr dafür Zeit gibt, wenn man nicht mal nach was Neuem suchen kann. Ja, aber am Ende ist es natürlich trotzdem besser, mehr Zeit zu haben, weil es könnte ja auch sein, dass wir kaufen wollen würden. Wenn wir was kaufen wollen würden, bräuchten wir mehr als ein halbes Jahr Zeit, weil das dauert hier ewig, bis das irgendwie als so gesettelt ist.
dass man was kauft und dass es einem dann auch wirklich gehört und man einziehen kann. Hallo Farsky. Du machst auch eine Art Originex, aber auf meine Art, nur ist halt aktuell die Luft raus, bin bei Gen 5, circa bei der Hälfte. Hey, dann mach ein Päuschen. Mach ein Päuschen. Ich meine, dieses Bank-Dilemma und dass das vielleicht irgendwann mal zumacht, sitzt einem zwar immer am Nacken, aber selbst wenn Bank irgendwann zumachen sollte, hast du genug Möglichkeiten, die Pokémon irgendwie zu übertragen. Ah, shit. Weil, warum mache ich nicht einfach Schutz an? Aber dann sind da Gegner. Wir müssen jetzt zum Turm, aber wir müssen zum Glück nicht auf den Turm draufklettern. Boah, ich bin noch extra. Ich hätte hinter sie gehen sollen. Schlimmer ist die deutsche Bürokratie. Limini. Ja. Die deutsche Bürokratie funktioniert. Sie ist halt nur ultra strikt und langsam, aber wenigstens ist sie logisch. Oder, naja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nice, Trockmo. Kauf in Deutschland dauert ewig. Kann ich nicht so unterschreiben. Deutschland kann man, wenn man will, in einem Monat was anschauen, kaufen und einziehen. Alles schon erlebt. Aber man kann immer Pech haben. Kauf in meiner Wohnung ging 2 Wochen, ja. Wenn du auf einen Kredit angewiesen bist, dauert das ewig. Okay. Wir müssen hoch. Hier ist anscheinend das Problem, dass manchmal Leute halt ihr Haus verkaufen und dann sagst du, ja, ich kauf's. Da wird alles unterschrieben und dann sagen die, aber wir haben noch nichts Neues gefunden. Wir müssen hier drin leben bleiben. Und dann kannst du ewig da nicht einziehen. Und dann entscheiden die sich um und dann wird es wieder gecancelt und so weiter. Und denkst du so, what the fuck, wofür sind Verträge eigentlich da? So, und jetzt kann ich zurück und fliegen. Bam, 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 bam. Kumpel hat jetzt für sein Haus 4 Monate gebraucht. Ach, 4 Monate ist auch nicht lang. Ich weiß noch, wir sind hier eingezogen und hatten Nachbarn, die uns, als wir eingezogen sind, erzählt haben, dass sie bald ausziehen werden, weil sie sich was Eigenes kaufen wollen. Drei Jahre später waren sie weg. Ich habe keine Ahnung, was bei denen alles schiefgelaufen ist. Das waren die, habe ich glaube ich auch öfter erzählt, die haben sich so angeschrien da drüben, dass wir sonntags zum Beispiel aufgewacht sind, weil die sich so laut angeschrien haben. Also ich weiß nicht, an was das alles lag. Aber dann auch eine Arbeitskollegin von der Rosa hat sich auch was gekauft. Das hat 1,5 Jahre gedauert. Die eine versucht seit 1 Jahr was zu kaufen. Also das ist hier so der Standard anscheinend. Deswegen Deutschland, 4 Monate ist für was zu kaufen eigentlich gar nicht mal so lange. Aber ich, aus eigener Erfahrung, weiß auch, 1 Monat und fertig. Aber klar, du kannst immer Pech haben. Mei.
Kredite sind schlimm, selbst die kleinen. Ich bin gerade bei einer Teilfinanzierung von meinem Auto dran. 2 Wochen schon. Sorry, aber ich habe am ersten Tag alles direkt eingereicht und es dauert einfach unfassbar ewig. Und das sind jetzt keine 20.000 oder so. Also absolut nichts Wildes. Keine Ahnung, was da so lange dauert. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht und es ist trotzdem kacke natürlich, aber ich kann mir vorstellen, wenn es kleine Beträge sind, dann brauchen die länger, weil die Bank natürlich große Beträge priorisiert. Weil die sagen, hey, ich brauche... Die haben halt mehr von großen Beträgen, weswegen du halt vielleicht mit deinem Betrag an der... Unten auf der Liste bist von denen, die das halt abarbeiten. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ist nervig, wenn du alles machst und musst dich einfach darauf verlassen, dass andere endlich ihren Job machen. Ja, davon kann ich gerade ein Liedchen auch singen hier. Wir sind nur am Beschweren natürlich. Dieser Stream ist ein Beschwerdestream. Das habe ich auch schon oft erzählt. Unser Schalter für die Dusche geht nicht. Und das ist seit 3 Wochen so. Und ich kann diesen Schalter selber reparieren. Ich darf aber nicht. Ich habe schon Vermieter geschrieben und gesagt, yo, der Schalter ist kaputt. Wir können duschen, aber es ist sehr nervig, weil dieser Schalter nicht richtig geht. Und manchmal müssen wir ewig dran rumnageln, bis er geht. Und manchmal geht er nicht aus und manchmal geht er nicht an. Der Schalter ist kaputt. Lass mich bitte einfach einen neuen Schalter kaufen. Und ich habe das in 5 Minuten gemacht. Darf ich nicht? Die müssen jemanden rufen, der das macht, einen Elektriker. Schalter sind ja auch seltsam. Wenn man einen Schalter kauft, dann ist da die Elektronik im Schalter drin. Super seltsam. Aber es ist trotzdem einfach, du kaufst so einen Schalter für 10 Euro und dann machst du Plus Minus dran und fertig. Aber ich darf nicht. Wo soll sie sonst sein? In der Wand? In der Wand? Toasty! Du bist ein Wutpilz. Hallo Benny. Nee, es ist schwer zu beschreiben, weil so Schalter habe ich echt in Deutschland noch nie gesehen. Ich habe hier schon mal einen repariert von meinem Zimmer. Das habe ich einfach gemacht. Mein Fehler war echt, dass ich denen gesagt habe, dass er kaputt ist, ich jetzt einfach selber schnell machen soll. Dann hätten die das nie gecheckt. Aber jetzt ist halt, jetzt kann ich nicht das machen, weil wenn dann jemand kommt und sagt, wie, warum funktioniert es? Ich so, ja, ich habe selber repariert und dann bin ich im Arsch. Weil es hat was mit Elektronik zu tun und hier ist es auch irgendwie so, dass man eine Lizenz braucht, um elektrische Sachen zu machen. Oder ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Hallo Anubis. Dankeschön für 2 Monate, Anubis. Nee, aus Deutschland kenne ich so, dass du hast einfach eine Wand und da sind 2 Kabel drin, vielleicht noch eine Erdung. Plus minus. Und dann hast du einen Schalter. Und dann steckst du einfach, keine Ahnung, das ist, oder ich sag's mal anders, das ist ein so ein Ding, wo Plus, Minus natürlich drinstecken, dann hast du einen Schalter vorne als Abdeckung und dann geht der Schalter. Und dann, wenn der Schalter kaputt ist, kaufe ich einfach einen neuen Schalter und dann ist es einfach ein neues, keine Ahnung, Plastikding, was ich draufstecke und der Schalter geht. Hier, wenn du es kaufst, kaufst du das komplette Ding mit der Elektronik. Und da ist es wirklich so, dass quasi die Kabel natürlich sind, die da drin stecken. Dann hast du da quasi den Schalter und der Schalter ist entweder so, dass er die Verbindung unterbricht oder die Verbindung macht quasi zwischen den beiden Kabeln. Und wenn du einen neuen Schalter kaufst, dann ist es immer komplett dieses Ding mit dieser Schalterung drin, die das unterbricht und den Kabeln und allem. Du kannst nicht einfach nur eine Abdeckung kaufen, weil irgendwie der Schalter kaputt gebrochen ist oder sowas, sondern du musst dieses komplette Ding kaufen, weil es ist alles eins mit krasser Mechanik innen drin und sowas. Das hat mich sehr überrascht. Weil in Deutschland habe ich einfach eine neue Abdeckung gekauft und dann hatte ich einen neuen Schalter. Hier kannst du keine neue Abdeckung kaufen, weil alles ist ein fettes Ding. Bam, 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 bam. Bin ich hier richtig? Ja, ich muss ja hier lang. Und die Stadt auch keine, hat keine Arena gehabt.
Die Arenen sind nur da, wo es auch im alten Spiel war. Sieht uns nie. Du meinst nicht den Schalter an sich, sondern nur die Wippe. Ja, bei uns klemmt halt der Schalter. Wahrscheinlich. Und du kannst nicht einfach nur für 1 Euro so einen neuen Schalter kaufen, dann rantippen, sondern musst die ganze Elektronik austauschen. Die Begriffe Schalter und Abdeckung haben es klarer gemacht. Ja, aber der Schalter ist ja der Schalter, weil da du das schaltest halt. Und dann hast du dahinter die Elektronik und in der Wand sind die Kabel. Aber ja. Ich kann mal, dass ihr mich besser vielleicht versteht. Ich fand es da nämlich, vielleicht finde ich ein Bild. Ich weiß nicht, ob das viel besser erklärt. Quasi ich will nur das äußere Ding, aber wenn du hier Schalter kaufst, ist immer dieses schwarze Ding mit dabei, diese Elektronik. Und die war kaputt da drinnen. Und da drin ist quasi der Schalter, der quasi die Verbindung entweder herstellt zwischen den beiden Polen oder halt nicht herstellt. Und mein Schalter ging nicht mehr. Das heißt, innen drin, diese Wippe hier drin, die quasi die Verbindung entweder herstellt oder nicht, die war kaputt. Das heißt, ich dachte halt, okay, ich baue das einfach aus und dann schaue ich da, was klemmt und tue das wieder rein. Aber nein, ich musste dann dieses Ding aufschrauben, wo die krasseste Wippmechanik drin ist. Nee, sowas nicht. Egal, wo so die krasseste Wippmechanik drin ist, die mir dann erstmal in die Hände gefallen ist und ich dann so ganz viele kleine Einzelteile hatte und mir dachte, fuck. Aber ich hab's hingekriegt und ist eigentlich auch nicht so schwer. Aber ich war überrascht, dass man nicht einfach den Schalter austauschen kann. Sondern ich muss das komplette Ding austauschen mit Elektronik. Weil in Deutschland ist dieses Ding quasi nochmal hier drin. Quasi du hast 3 Teile. Nur hier ist Teil 1 und Teil 2 in einem. Und in Deutschland hast du halt einzeln Teil 1, Teil 2, Teil 3. Egal. Überhaupt nicht interessant, überhaupt nicht wichtig. So einen Schalter kann ich mehr als 3-4 Euro kosten. Also als ich jetzt diesen Schalter da für die Dusche neu kaufen wollte, waren es 15 Euro. Doch in Deutschland muss man darüber reden. Aber diese Duschdinger sind auch was anderes, weil da ist dann auch ein Licht dabei, dass man weiß, dass es wirklich gerade an ist und dass da gerade Strom läuft. Allein wegen dem Licht, die sind auch echt viel fetter, auch die Schalter. Und da ist auch komischerweise das gleiche doppelt so oft drin. Also da hast du nicht nur so ein Kippmechanik 1 in der Mitte, sondern du hast 2 nebeneinander. Verstehe ich auch nicht, warum. Vielleicht damit der Schalter mehr Wucht hat. Keine Ahnung. Der aus Gold. Oh, selben Schalter. Okay, hier musste ich nicht lang. Nee, das ist schon mehr Herstellungspreis. Ich sag, wenn du das aufschraubst, da kommt dir die
kommt dir die seltsamste Mechanik entgegen, wo du dir denkst, das geht doch einfacher, oder nicht? Können wir nicht alles einfach wireless machen? Ich da lang, da ist doch bestimmt noch ein Item da oben. Geh mal da lang. Uah. Hier geht's doch bestimmt lang. Okay, gehe ich einmal kurz da lang, vielleicht ist da was. Hier ist nichts, ne? Oh Gott. Immer wenn so Trainer allein einfach rumstehen, habe ich jetzt gemerkt, dadurch, dass ich es gemacht habe, dass die immer ein relativ seltenes, starkes Mon haben. Quasi so im Sinne von, den musst du finden, um den Pokédex voll zu machen. Oder du levelst halt selber das Pokémon. Die hat dann vielleicht sowas wie ein Libeldra zum Beispiel. Was gut für ein Pokédex ist. Du hast mich auf eine gute Idee gebracht für meine neue Wohnung. Vielleicht gibt es ja Schalter, die Wireless-Verbindungen haben zum Handy. Ja. Du meinst sowas? Jetzt geht's nicht. Ja, da. Bisschen zu lange gedauert. Das ist eine Steckdose bloß, die an- und ausgeht. Vielleicht gibt's das. Na klar gibt's das. Ich kann hier in mein Handy reinreden und sagen, Activate Schlafzimmer, und im Schlafzimmer geht das Licht an oder aus. So müssen wir im Schlafzimmer nicht quasi uns bewegen, um das Licht auszumachen. Die von TP-Links sind gut. Du möchtest mir eine Smart-Steckdose. Ihr wisst doch, dass man Internet über die Steckdose legen kann, ne? Nur so habe ich hier zum Beispiel Internet. Wenn du eine Idee hast, dann geht es. Es ist alles machbar. DLAN, genau. Verliert leider ein bisschen immer an Qualität. Aber es ist echt zuverlässiger, als ich damals dachte. Aber ich habe das jetzt auch schon seit 10 Jahren oder sowas. Also in München hatte ich das auch schon. Zum einiges angenehmer, als irgendwie noch einen Repeater zu holen oder irgendwie ein Kabel durchzulegen oder einfach über die Steckdose.
Zockst du auch erfolgreich Ping-Spiele mit DLAN? Ich spiele keine Spiele, wo das eine Rolle spielt. Keine Ahnung. Ich kann dir sagen, was mein Ping ist. Also jetzt natürlich zum Internet und nicht irgendwie zu was anderem, aber ist es überhaupt angezeigt? So, wir sind hier, das ist schon mal gut. Ist das nicht sogar schon Bucht von Ondula? Ich hab's geschafft. Das ist ja schon die Bucht. Hier erscheint am Donnerstag Apokalyp. Warum habe ich nur einen Download von 62 gerade? Warum ist mein Upload quasi unangetastet, obwohl ich streame? Naja. Aber da sollte auch mein Ping stehen. 26. Ist das gut? Plessa, du bist ein Shiny Kokowai. Nee, ich spiele keine Spiele, die auch nur irgendwie Ping benötigen. Okay, dann haben wir tatsächlich Weiß mal eben dahin gespielt, wo ich es brauche. Sehr gut, Prani. Wurde es gezwungen. Okay, dann mache ich Kontaktebene und Lichtungen. Bam, 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 bam. Kontaktebene ist halt die Frage. Ich mache jetzt ein bisschen Kontaktebene. Aber eigentlich muss man Kontaktebene mit zwei Systemen machen. Hallo, Spiel. Das hat aber lang gedauert. Eigentlich muss man Kontaktebene mit zwei Systemen machen, weil man dann um einiges mehr Punkte bekommt. Das könnte ich euch, das kann ich euch nicht wirklich zeigen. Und das ist nicht schön mit anzusehen, weil ich tatsächlich mich dann zu 100% darauf konzentrieren muss. Aber ich mach mal eine Runde. Hast du auf Stream noch etwas gespielt? Ja, die ganze Nacht. Ich bin jetzt auf Level 17. Hallo Xan. Ich spiele jeden Tag Offstream, Mann. Ich mach nichts anderes, als dieses Spiel zu spielen, ey. Ich bin Level 17. 9 Transferkräfte habe ich. Im anderen Spiel gehe ich jetzt an die exakt gleiche Stelle. Und ich mache exakt das gleiche auf dem anderen DS auch. Aber nicht gleichzeitig, weil das ist sehr schwierig. Sondern einfach immer, wenn ich was einsammle, sammle ich auf dem anderen, also ich wechsle ab. Einsammeln, 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 einsammeln. Also ich starte hier. Fundsachen, Level 3. Und dann kommt hier die Nachricht. Ah nein, ich bin nicht drin. Ich Trottel. Zeitverschwendung! So, jetzt bin ich im anderen auch drin. Quasi auf dem anderen DS passiert das Gleiche. Und jetzt wechsle ich rüber, mache das Gleiche auf dem DS, dann gehe ich hier rüber, mache das Gleiche auf dem DS.
Dann wechsle ich wieder darüber, mache das gleich auf dem DS, dann gehe ich wieder hier rüber. Ist auch hier einen weiteren Punkt. Das Gute ist, nachdem ich den hier gefunden habe, weiß ich, wo ich bei dem anderen Spiel hingehen muss, weil die exakt gleich sind. Ich habe auch anscheinend eine Art Exploit gefunden, mit dem man ganz schnell das höchste Level freischaltet. Aber dieser Exploit klang so selten, also so kompliziert. Und vor allem klang der auch so, dass man das nur in einem ganz bestimmten oder für eine ganz bestimmte Power macht. Und das war nicht die Power, die ich brauche. Wir machen es einfach richtig. 17 ist doch schon gut. Dafür, dass ich 100 brauche, nicht wirklich, oder? Also 100 wäre halt das Beste. Ich schätze mal, dass ich nur bis Level 50 gehe. Weil bei 50 habe ich dann alles freigeschaltet, aber Level 100 würde dafür sorgen, dass das, was man freischaltet, eine Stunde wirkt. Und nicht nur 10 Minuten. Wie viele Punkte habe ich? 20 Punkte. Jetzt habe ich so viele Punkte, brauche ich. Und jeden Punkt, den ich jetzt noch zusätzlich hole, ist ein Punkt mehr. Fürs Level Up. Hallo Beast. Was hast du verpasst? Nix. Okay, und dann gibt es noch den Bonus. Wenn man unbedingt will, kann man noch... Ich meine, ich habe noch 2 Minuten. Das heißt, dann radelt man hier hin. Geht auf die andere Insel. Wo es auch noch einiges zu finden gibt. Ich mache das, was ihr seht, mache ich quasi gleichzeitig mit 2 Systemen. Um doppelt so viele Punkte zu kriegen. Ich weiß gerade nicht, was mein Rekord ist, aber ich glaube 46 oder so ist mein Rekord. Hier sollte man jetzt eigentlich Schutz anmachen. Oder man guckt einfach, weil hier ist was. Und man hofft einfach. Vielleicht finde ich noch was. Es ist auf jeden Fall kein geschenktes Grinden. Man muss schon aufpassen. Und umso schneller man ist, desto mehr Punkte kriegt man auch. Da wäre noch eins gewesen. Ja. Dann bin ich auf beiden fertig und ich kriege auf beiden so viele Punkte. Aber halt nur für das Schwarz-Level. Und dieses Punkte mal 2 habe ich noch nicht gecheckt. Hier steht jetzt Punkte mal 2.
Ich habe 46 Transfer-Ups gekriegt. Und jetzt steht da Punkte mal 2. Das checke ich nicht ganz. Entweder habe ich jetzt doppelt so viele Punkte gut geschrieben gekriegt oder in der nächsten Runde. Aber in der nächsten Runde steht nicht, dass man zweimal so viele Punkte hat. Also hier steht einfach, ab jetzt gilt Punkte mal 2. Und in der nächsten Runde, vielleicht kriegt man doppelt so viele Punkte, aber es steht auf jeden Fall nicht da. So, jetzt bin ich ein Level gestiegen, das heißt, ich bin jetzt Level 18. Bisher ist es fast jedes Mal so, dass ich nach einer Runde, also nach 5 Minuten, ein Level aufgestiegen bin. Aber das ist jetzt halt schwarz, weil ich habe auch schwarz gehostet. Das heißt, ich habe nur schwarze Punkte gekriegt. Und hier bin ich auf Level 18. Ich brauche aber auch 50 Punkte auf Level weiß. Das heißt, ich muss das gleiche, wenn ich hier Level 50 erreicht habe, muss ich das gleiche auch mit weiß hosten, um weiße Punkte zu kriegen. Und brauche Level 50 für weiß. Um die Encounter-Chance zu erhöhen. Deswegen, ihr seht, das ist gegrinde und es ist noch nicht mal gegrinde, was man mal eben so machen kann. Man muss relativ gut aufpassen. Vor allem, weil man eben zwei Systeme gleichzeitig spielt. Hallo Drarot. Beast, du bist ein Azuril. Aber gut, das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich diese fette 5 Minuten da gemacht habe, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich einige Schritte gelaufen bin und kann nochmal alle Lichtungen checken gehen. Das heißt, ich level gleichzeitig die Kontaktebene auf und check die Lichtungen und dann ist halt die Frage, was kommt zuerst? Kommen zuerst alle Lichtungen, die ich brauche, oder kommt zuerst das Lichtungslevel, wodurch mehr Lichtungen kommen? Deswegen verschwende ich noch nicht mal Zeit, weil ich ja währenddessen Schritte gehe. Das heißt, ich kann jetzt hier Lichtungen checken gehen. Und das sind einige. Und das andere mache ich jetzt wieder aus. Aber Level 18 von 100 halt, ne? Genau genommen zweimal Level 100, aber ich glaube, ich gehe nur bis Level 50. Genau. Und dann checken wir die ganzen Lichtungen. Der Bert! Bert! Zu so früher Stund! Du bist doch so ein Nachtstreamer! Hallo Simserella! Hallo Luna! Hallo Mini! Mini Ham! Mini Ham ist Freundin! Mini Hammis? Mini. Also Nanu, hallo Deus. Hallo Steampunk Lady. Hallo Sir Simpel. Hallo Meir. Leute, herzlich willkommen. Liebe Grüße von Bert. Musste er weg. Hallo Neshaya. Hallo Emini. Hallo Bert. Streamst du nicht immer nachts? Missachtung! Hallo? Es waren noch nie so viele Schweizer im Chat. Ich bin leicht... ein bisschen Angst. So viel Geld war noch nie in diesem Chat. Nur noch tagsüber? Okay. Hallo. Ich sehe gerade selber nichts. Aber ich kann Hallo sagen. Hallo. Hallo, Googly. Er ist zum Tagesstreamer geworden. Warst du zu müde? Ich habe ja ganz am Anfang, habe ich auch immer spät nachts gestreamt. Bis 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Und das ging mit der Zeit, ging mir das auf die... Jetzt bin ich nur noch bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens wach, aber ich stream nicht mehr. Vielen, vielen Dank, wir spielen Pokémon. Ich bin Pokémon-Streamer, wir machen nichts anderes als Pokémon hier. Pokémon. Vor allem die älteren Spiele. Und versuchen dort alles
So 100% so ungefähr, kurz und knackig gesagt. Okay, so viel dazu, dass in den Lichtungen wieder was ist. Wow. Vielleicht zählen die Schritte doch nicht. Aber sie sollten zählen. Aber man spielt ja eigentlich nur das Spiel. Aber was habt ihr heute gemacht? Der fängt um 8 Uhr morgens an zu streamen. Der ist verrückt geworden, da. Der ist verrückt geworden. Ist halt wirklich. Ist wirklich verrückt geworden. Hallo, ach, das habe ich, glaube ich, mal einen Monat durchgezogen. Und bin jeden Tag um 8 Uhr morgens live gegangen. Und ich weiß noch, dass ich einfach wie so ein zerquetschtes Brot online gegangen bin. Jedes Mal so, guten Morgen. Das habe ich auch nicht ausgehalten. Gameplay macht er auch nicht mehr. Der Typ labert nur noch. Bert hat sich verändert. Ich meine, ich kenne ihn auch, dass er sehr viel labert. So Social Media Stuff. Aber dass er nur noch labert, das wusste ich auch nicht. Du hast mich auf die schlechte Idee gebracht, ein Origin Deck zu machen. Mal schauen, wie lange ich Spaß dran habe. Das ist keine schlechte Idee. Es ist nur eine verrückte Idee. Aber ja, fang doch einfach mal an und dann gucke mal, wie dich das so befriedigt. Mich befriedigt es durchaus sehr, aber manchmal gibt es auch Momente wie hier, wenn einfach hier nichts liegt außer Mulch, wo ich dann sage, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich, wenn ich doch nur Mulch kriege am Ende des Tages? Bert macht jetzt einen auf Cozy und schreibt Cozy in den Streamtitel, er ist jetzt anders. Cozy Stream um 8 Uhr morgens. Hey, soll er machen? Ruhe jetzt, lasst euch von dem der besten Content Creators Deutschland berieseln. Wo ist er? Lasst den Bert in Ruhe. Der Bert macht das schon so, wie er das macht. Der macht das alles schon richtig. Und ich bin falsch. Mit dem ganzen Mulch hier kann ich echt langsam eine Bärenfarm aufmachen. Ich will doch nur Pokémon. Ihrer versteckten Fähigkeit. Ja, das Bert braucht auch immer, wenn er den Stream startet, so 3 bis 5 Stunden, bis er die Stimme bekommt. Hallo, Leute. Geil, Googly wird erstmal gebannt. Sehr gut. Selber schuld. Bam. Shiny Psiorgon heute. Achso. Megumina, du bist buchstäblich Müll. Du bist einfach nur Müll. Was hast du davon, wenn du so hohe Ansprüche hast? Und Farsky, du bist ein Shiny. Bell, Bailonda, Bailonda. Frubaila. Oder so ähnlich. Irgendwie ist hier überall noch kein Ding. Das heißt, ich muss mehr als nur eine Runde Kontakt machen. Beiler war korrekt. Moment, aber wie heißt denn die letzte Entwicklung? Shit. Das war tatsächlich dumm. Och nö. Oder nur cool schnell sein. Fruyal? Ernsthaft? Alter, was ist denn gerade los?
Hallo Angel. Mamerb. Das wird nix. Genau, Bert weiß, was er macht. Im Gegensatz zu mir. Ich weiß nicht mal, was ich erzählen soll. Was werde ich am Wochenende tun? Das, was ihr gerade seht. Das ist so ein Grind. Ich habe nicht erwartet. Vielleicht hätte ich... Zuerst dachte ich mir, oh Gott, die versteckten Fähigkeiten. Das wird der Horror sein. Dann habe ich bemerkt, ach ja, das sind ja gar nicht so viele. Das geht ja. Und jetzt denke ich mir, warum muss ich es mir schwerer machen? Ich wäre schon dreimal fertig. Aber nein. Die dümmsten Ideen. Nix. Mulch. Auch kein Mulch. Ich habe gestern Butter Chicken gemacht und es war fabulös wieder. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Es war grandios und ich erwarte nichts anderes von dir. Was kann ich dir für Tipps geben? Nix. Folg einfach dem Rezept. Ich habe mir deswegen sogar extra so Mess... Löffel gekauft. Kennt ihr diese Löffel, wo drauf steht, ein Tablespoon, ein Teaspoon, Viertel Teaspoon und sowas? Nur deswegen habe ich mir das geholt. Dass ich perfekt die Gewürze, weil es so viele Gewürze sind, dass ich die perfekt da rein scheffeln kann. Super Mystery Dungeon ist, warum auch immer, ungemütlich schwer. Ja, Mystery Dungeon mag ich auch nicht, weil es zu viel gegrindet ist. Du belegst heute OR anzufangen, auch wenn es Gen 6 ist, hab Gen 3 also generell Hoenn nie gespielt. Ist doch Hoenn, oder? Das ist Hoenn, ja. Die Löffel sind geil, gell? Kommt man sich wie ein Koch vor auf einmal, wobei Köche machen das alles nur durch Angucken. So viel. Die Marinade ist schon mal sehr gut geworden. Ich hoffe nicht, dass du sie probiert hast. Ich hoffe nicht, dass du erstmal deine Zunge in rohes Hühnchen gesteckt hast. Aber die Marinade ist sehr wichtig. Vor allem, dass es lange darin mariniert, damit das Fleisch schön zart ist. Leo mittlerweile so abgehoben, liest keine Subs mehr vor. Ich habe schon lange aufgehört, Subs vorzulesen. Paco, was willst du? Kommt hier mit seinen 62 Monaten und erwartet eine Reaktion. Komm wieder, wenn du 100 hast. Alle 100er werden vorgelesen. Alle 100er Monate werden vorgelesen. Paco, danke schön für 62 Monate. Es ist mir eine Ehre. Ich hatte dich übersehen, ja. Vielen, vielen Dank. Wir haben kein einziges Pokémon bekommen. Und somit... Rage quit ich jetzt. Prani, du bist ein Schlickdri. Wir sehen uns bei der 100. Nein. Leo, kann man sich dein Rezept mal ausleihen? Ja, warte, ich schreib's kurz runter. Warte, gib mir kurz. Ich schreib's kurz in Word rein. Ja. Warte, ich lade's kurz auf Chefkoch hoch. Warte, ich gebe mir kurz ein Alter Ego. Mein Alter Ego heißt... Vanessa. Ich mache noch ein Bild dazu, ja, von gestern, wie ich das gekocht habe.
Warte. Und dann habe ich es jetzt hochgeladen. Keine Ahnung, denk dir nichts dabei, wenn da Vanessa steht, aber ja klar, das ist mein Rezept, natürlich. Denkt ihr, ich bin eine 80 Jahre alte Hausfrau, die eigene Rezepte hat? Hä? Google. So, und wieder weiß ich nicht, was ich tun soll. Was war wieder im Fitnessstudio? Nein, Ruhe. Warum fragst du das? Zumindest keine Oma, aber ja. Für wie jung halte ich mich bitte? Wo sind die Gains? Bizeps muss brennen. Breit gebaut, braun gebrannt. Breit gebaut, braun gebrannt. 100 Kilo Hantelbank. Ich habe fette Bizeps. Ich muss sie noch nicht zeigen. Ich habe Breitling, weil ich breit bin. Hier ist eine Pokéfusion. Das ist nicht Dani, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Aber auch süß. Es erinnert mich an irgendwas anderes. Ich bin Hausmann. Ja und? Aber ich bin moderner Hausmann. Ich habe keine eigenen Rezepte. Akzeptieren wir das? Ist das eine Alternative zu ein Unlicht Suicune oder ein Eis Evoli? Macht alles keinen Sinn. Grauen Barthaar sagen alles. Ich hatte schon mit 18 graue Haare. Wie Googly sich band und dann direkt wieder sich band. So mag ich das. Und dann haben wir einen Call. Hallo, hallo. Wer ist das? Wer ist da? Okay, Devos, was ist das? Eine Klingel. Spiro ist Ibitak. Das klingt für dich wie ein Gen 1 Pokémon? Nein, falsch. Du darfst nochmal. Rassler klingt auch niemals so. Ich weiß es nicht. Habitag. Trassler? So soll Trassler klingen? Warum sollte so Trassler klingen? Ist gar nicht süß. Trassler ist süß. Na gut, ihr wisst es besser. Was ist das? Kirlia, ihr Loser. Null Ahnung wieder, die Pokémon-Fans hier. Null Ahnung. Bitte verlasst meinen Stream. Ihr habt keine Ahnung von Pokémon anscheinend. Trassler, sagen sie. Trassler. Schon peinlich. Echte Fans. Lavin hatte recht. Hast du Trassler gesagt? Klingt wie eine Klingel. Es klingt wie eine Klingel.
Habe ich gewusst, habe mich verschrieben. Mhm. Samurzel war näher dran. Okay, was könnte ich jetzt in diesem Spiel noch tun? Nix. Ich will mit euch nicht die Kontaktebene machen, weil es ist so ein nerviger Grind. Das ist kein angenehmer Grind. Wir könnten spaßeshalber mal schauen, wie hier der Kampfturm ist. Wo ist der? Aber nochmal ausprobieren. Und dann verzweifeln. Lass Gen 6 anfangen. In welches Gebäude muss ich? Es muss doch ein Hochhaus sein, oder? Aber irgendwie ist das das einzige Gebäude, in das ich rein kann. Also ist es das da? Nein. Wo muss ich hin? Es gibt nur noch dieses Gebäude hier. Nee. Welches? Ach, ist das da kein Ausgang, sondern ein Gebäude? Ach, das ist ein Gebäude, Mann. Wie cool ist das denn? Das sah aus wie ein riesiger Durchgang. Wie soll man denn das checken? Okay. Das heißt, ich kann hier meine Pokémon aussuchen. Und dann hier... Magno ist Laurus Enkel. Ja, danke für diese Information. Was? Dann sollte ich vielleicht auch nach Dausing gehen und mich von Lau trainieren lassen. Ich habe doch mit dem geredet danach. Könnt ihr aufhören, irgendwas zu... Was schreibt ihr? Megumina, Vollgott, was ist los? Bam, 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 bam. Lauro. Dann gehe ich zu Lauro. Aber ich habe mit dem geredet, deswegen wundere ich mich. Ich habe ja extra mit dem geredet. Um Dratini und Kaumalat abzuholen, um dann festzustellen, der gibt mir die irgendwie nicht. Aber gut. Hier. Der stärkste Trainer von ganz Anhalt. Eine Sparrings erweisen. Warum auf einmal Englisch? Sparring. Ein Level 100 Flambirix. Was ist geiler, Hardgold oder Omega Rubin? Hardgold. Beide nie gespielt. Doch tatsächlich habe ich Omega Rubin gespielt. Bam 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 bam. Der Lauro sieht schon leicht cool aus. Erinnert mich irgendwie an einen Goronen. Aktuell an HG dran ist einfach too big. What? Gen 2 ist dir zu groß? Was hast du denn für Wünsche? Du hast Angst vor dem Miltank? Evos. In der Stadt gibt's ein Macholo. Hol dir das Macholo und dann kickst du das Miltank einfach in die Jagdgründe. Fertig. Thank you.
Doch, ich beschwere mich wegen zu viel Content. Ich finde Schwarz-Weiß 2 hat zu viel Content. Und ich finde auch, dass zum Beispiel das Spiel, wie heißt es? Oni? Nee. Wie heißt das Spiel mit dem Wolf? Oni? Nee. Okami? Okami ist zu lang. Ist doppelt zu lang. Ultrasonne? Nein. Okami ist ein zu langes Spiel. Was es mir kaputt gemacht hat. So ein schönes Spiel und dann hört es und hört es und hört es nicht auf. Viel zu langes Spiel. Wo ist der Pokémon? Wo ist das Pokémon? Pikachu? Nope. Das ist eine Banette. Banette ist auch gut. Wie heißt der Fisch nochmal? Carpador? Ging viel zu schnell. Warum? Googly hat ja geantwortet. Das ist ja für Googly, ist ja nicht für euch. Die meisten brauchen immer ewig zum Antworten. So, jetzt. Da ist er. Das heißt, es wird mir hier sogar erklärt, dass ich das machen soll. Ich lese mal Mango. Ich kann nichts anderes als Mango lesen. Und das schaffe ich natürlich jetzt mit nur einem Flambirix, oder? Den kompletten Turm durch. Kann ich zwischendrin speichern? Kann ich mich zwischendrin heilen? Ich habe noch nie einen Kampfturm gemacht. Was ist das? Who is that Pokémon? Easy. Bye, Bert. Erst wenn du einen Bereich komplett fertig hast. Das heißt, so 5 Kämpfe und dann der Boss. Ich kann mich zwischen... Das heißt, ich muss mit einem Flambirex die komplette Ebene schaffen, ohne mich heilen zu können. Keine Chance. Das ist ein Ambidevoll. Bin enttäuscht. Enttäuscht. Kann ich nicht einfach hoch? Nächster Stock. Ich muss nur den Torwächter besiegen und bräuchte es nicht gegen die anderen kämpfen. Allerdings muss man ab Bereich 3 den Torwächter selbst herausfinden. Okay, das heißt, woher weiß ich, wer der Torwächter ist?
Ich gucke mich einfach mal um. Ja. Da wird's erklärt. Okay. Okay, er ist der Torwächter. Das heißt, ich könnte die ersten drei Stockwerke schaffen, ohne. Also ohne mehr besiegen zu müssen. Ist ja easy. Sneaky. Sneaky Job. Okay, Sackgasse. Ich kann halt eh nicht leveln. Moment, wo kam ich her? Shit. Moment, sehen die mich? Ich glaube, sie sehen mich. Bleib da mal stehen. Ah, aber es gibt Doktoren. Okay. Hier ist ein Doktor. I'm good. Und da ist der Torwächter. Okay. Ich hab's verstanden. Aber es gibt 5 Ebenen, oder? Und die ersten 3 muss ich nur 2 besiegen. Und nach jeder kann ich speichern. Und was für ein Level haben die hier? 50 im Moment. Ja, ab 3 weiß man nicht. Es gibt 10. Ich dachte, es gibt nur 5. 10 Stockwerke. Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel. Das ist zu einfach. Das wäre doch mal eine Herausforderung, es nur mit Flambirix zu schaffen. Ist das machbar? Westlich. Bing, bam, bing. Ja, wahrscheinlich, weil es hier so ein Tutorial war, geht es später nicht mehr mit den Torwächtern klar. Das heißt, man muss halt Glück haben. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Torwächter einfach so im Kreis läuft, oder? Der muss doch irgendwo cool stehen. Bei Virox. Mal durchrennen, ist doch viel einfacher. Wobei ich war westlich von hier. Das heißt, es muss doch irgendwo hier sein. Das ist es. Ein Züchter ist der Boss. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Cheftrainer. Okay, krass. Ein Faser-Snob. Ich habe Angst. Um zu zeigen, wie viel Angst ich habe, mache ich sogar eine schwächere Attacke. Na komm. Was sind das für Pokémon? Moment, wie viel hat der? Haben die immer 6? Ne, der hat nur 3. Aber der letzte muss 6 Stück haben. Der letzte, die Mango. Zehntausend ist aber auch gut. Ich glaube, das war das Tutorial. Die Level gehen so von 50 bis 80. Mit jedem Bereich nehmen die dann etwas zu. Ja. Ogapons Form kann man nicht auf Form übertragen. Nein. Seine Kampfform. Okay, wollen wir das mal durchziehen, bis ich es nicht mehr schaffe?
muss ich mir aber mal ein Item geben. Ich sollte so gut wie alles haben inzwischen. Wie wäre es mit... Beziehungsweise ich könnte ja auch... Das kann ich ja auch zusätzlich machen. Andere Pokémon leveln. Symbolara... Wobei, ich sollte mir jetzt schnell ein gutes Pokémon geben. Andere gute Pokémon geben aus den anderen Spielen, die ich habe. Und den EP-Teiler geben, dann werden die noch stärker, damit ich ein volleres Team habe auf den höheren Ebenen. Aber bin ich mir sicher, dass ich das überhaupt machen will? Irgendwie habe ich keinen Bock auf. Ich bin halt einfach kein Kämpfer. Ich bin da stolz drauf, dass ich das nicht mag. Also wir haben ja gerade rausgefunden, dass es super einfach ist. Und weil es super einfach ist, ist es ja keine Herausforderung und somit ist es auch nicht wichtig, dass wir das machen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, so können wir das sehen. Das ist nicht wichtig. Ja, ich glaube, so müssen wir das. Ja. Es ist zu einfach und somit zu unwichtig, als dass das wichtig wäre. Ich hätte gerne alle Quafferformen, dann hol sie dir. GTS. Ich bin eher ein Pokémaniac, genau. Yeah. Die haben das Go-Zeichen. Anders geht's nicht. Okay. Ehrlich gesagt, war's das dann für heute. Ich habe euch kurz gezeigt, wie ich grinde. Aber das Grinden selber mache ich nicht on stream. Weil ich und ihr euch dabei zu Tode langweilt. Ich meine, eigentlich hast du die Pokémon anscheinend schon, also ja. Aber die sind halt nicht aus Gen 5. Maxax hatte ich auch schon. Ich bin hauptsächlich zu Maxax, weil da Garados halt ist. Wie jetzt nicht mal 8 Uhr? Ich habe keinen Content mehr. Was soll ich euch denn zeigen? Content ist aus. Content vorbei. Entei-Deoxys. Nee, zu langweilig. Manaphy ist vorbei. Zeiten sind vorbei. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Das heißt, am Montag können wir uns endlich Waschaquill holen und am Donnerstag Apokvalyp. Dann haben wir da schon die Haken und vielleicht kriege ich über das Wochenende die restlichen und dann sind wir fertig. Yes. Wieder da, was steht an? Der Stream ist aus. Final Fantasy habe ich nicht angeschlossen. Oder doch Gen 6 anfangen? Nein. Lass uns in Gen 6 einsteigen? Nein. Also, schönes Wochenende. Und wir sehen uns am Montag. Vielleicht. Und Kira kommt doch mit dem Sub von 5 Monaten. Dankeschön, Kira. Danke. 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 Und vergesst nicht, morgen 20 Uhr bei Nestflo, der schwächste Flieg. Wer sich für mich fremdschämen will, soll einschalten, denn ich werde sicher mich wieder blamieren. Diesmal ist es sogar mein Ziel, das von letztem Mal zu übertreffen. Sollte ich hinkriegen. Morgen beim Nestflo 20 Uhr auf dem Discord poste ich auch einen Link, ja. Da Voidel, danke schön für dein Prime.
Savoidel, 2 Monate Prime, dankeschön. Während Hype Train aufgehen? Selber schuld. Außerdem ist kein Hype Train. Tschüss!